Willkommen zu FNs 23 Mick Schumacher Karriere. Die Formel 1 neigt sich, oder das Game neigt sich leider dem Ende. Wir sind in Austin, Texas angekommen. Erneut ein Sprint. Das bedeutet natürlich auch wieder eine XXL-Folge für euch heute. Abonniert gern kostenlos den Channel, lasst ein Däumchen rum da. Ich freue mich extrem, denn Texas ist wirklich eine tolle Strecke. 5,5 Kilometer, 20 Kurven und 2 DRS-Zonen. Auch das Wetter wird unnormal verrückt spielen. Also bleibt auf jeden Fall dran, schaut auf TikTok und Instagram vorbei, Links mal alle unten in der Bio und wir gehen rein in unsere Qualifying-Runde aus der letzten Kurve raus, tolle Exit, guter Korb, jetzt geht's aber mal mit mir los. Jetzt Richtung Turn 1, natürlich Top 10 Platzierung ist immer mein Ziel, der Haas ist ehrlich gesagt auch nicht das beste Auto. Richtung Turn 1 den Scheitel unnormal verpasst und direkt runtergefallen auf den 19. Platz. Das ist natürlich jetzt nicht das Optimum, aber in den S's, aber vor allem auch auf den Geraden kann der Haas sehr, sehr gut überzeugen. Durch die S's durch, da bin ich auch sehr zurückhaltend gewesen. Sodala, das war bis jetzt nicht gerade mein bester Run. Wir haben schon über 6 Zehntel Rückstand, was natürlich echt nicht gut ist. Jetzt mal hier rauf, da gewinnen wir immerhin mal einen Platz. Jetzt geht es runter Richtung Haarnadelkurve. Hier ist der Exit. Ich würde mal sagen, fast genauso wichtig wie jener aus der letzten Kurve. Guter Exit, leichter Rutsche. Wir fahren mit Traktionskontrolle, Mittelselbst schalten, selbst bremsen und das ist eigentlich eben meine Run-Stats und Ideallinie auf Kurven. Aus der Kurve raus konnte ich immer eine Position, jetzt die zweite beim Anbremsen sogar noch ein paar. Hier fahren wir so leicht die Chano-Open-Linie aus der Kurve raus, viel Schwung mitgenommen und da habe ich tatsächlich 7 Plätze gut gemacht, okay. Und ich war nur eine Zehntel langsamer als jener George Russell, der gerade, ja, aktuell mal das Ganze anführt. Das freut mich natürlich extrem und da werde ich natürlich mich noch mehr pushen aus diesen Rechtskurven hier, nochmal rechts und nochmal rechts. Und dann links geht es hier hinaus, so leicht neben die Strecke gekommen, das hat natürlich ein bisschen Zeit gekostet. Ab in die letzte Kurve rein und der Startplatz wird nicht so toll werden, als ich mir das Ganze erträumt hätte. Dennoch heißt es natürlich Korrektur im Sprint. Nach einem fantastischen Qualifying können wir uns jetzt die Startaufstellung des heutigen Sprintrennens anschauen. George Russell startet im heutigen Rennen von der Pole und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Und hier die restliche Startaufstellung heute. Sainz, Norris, Leclerc, Verstappen, Oscar Piastri, Perez, Fernando Alonso, Ocon, Gasly, Hülkenberg, Tsunoda, der Goldjunge, Stroll, Joe, Albon, Ricardo, Bottas und Logan Sargeant. Und jetzt wird's Zeit, zur Strecke zu schalten. Hier sind wir nun also, Sprint in F1 23, Mick Schumacher Karriere, let's go! Und wir gehen wie alle eigentlich mit Gelb-Uhr. Cool, Nico, du musst mal ein Tutorial geben, wie man so einen guten Start hinbringt. Der hat so ein gutes Qualifying gefahren, er hat uns sogar ausqualifiziert und dann verkackt er den Start so mies. Ab in die erste Kurve, es geht ganz, ganz eng hier zur Sache, leichte Berührung mit Piastri, seinem Hinterreifen, aber das ist alles noch glatt gegangen. Wir wären aktuell mal auf den 9. Platz, das ist echt super, dass ich da gleich 5 Plätze beim Start und in der ersten Kurve gut machen konnte. Ich halte mich hier mal zurück. Ja. So, ich halte mich hier mal zurück. Sergio Perez hinter mir, der ist natürlich übermotiviert. Jetzt gucken wir uns aber mal die Start-Replan und was bei Nico Hülkenberg hier los war. Und guck dich das mal an. Der hatte hier tatsächlich den schlechtesten Start mit dem Alpine-Traktor da zusammen. Die sind echt beide grottenschlecht weggekommen. In die erste Kurve rein war ich sehr motiviert. Und konnte da auch noch gegen Perez die bessere Linie finden, konnte in der Außen dennoch Parole bieten und blieb dann auch noch vorne. Hier waren wir dann weit weg. Perez, da sind wir jetzt nur noch. Perez will hier angreifen, aber auch Halleluja, Leute, Halleluja. Da gab es fast den Auffahrunfall von Piastri aus der Kurve raus mit 3 Querstehern. Aber irgendwie hat dieses beschissene Kurven-Einfahren doch was gebracht. Ich weiß es auch nicht warum. Aber es hat tatsächlich geholfen. Hier vorne, bleiben wir auch vorne? Ja, es reicht, um hier auch an Oscar Piastri vorbeizugehen. Fernando Alonso wäre also unser nächstes Ziel, den zu überholen. Wo ist Schluss? Theoretisch eigentlich aktuell mal beim ersten Ferrari. Sainz ist da schon ein bisschen abgeschlagen von Leclerc. Aber an sich würde ich echt sagen, unsere Pace ist heute unfassbar strong. Und ehrlich gesagt, ich würde, ja, immer wieder hier fahren, also das ist wirklich eine unfassbar coole Strecke, es ist cool zu überholen und vor allem du kannst wirklich den
Autos auch durch diesen schnellen Kurven verdammt gut folgen. Das gefällt mir echt gut an Austin. Und das ist auch der Grund, warum ich gerade diese Strecke in den USA absolut nicht löschen würde. Ihr könnt Miami und von mir aus auch Las Vegas rausnehmen, wobei Las Vegas eine Actionstarte und Miami quasi eigentlich nur da ist, weil Promis kommen, das, ja, und die Ticketpreise irgendwie teuer sind. Aber diese Strecke hier hat tatsächlich Charakter, Charme und vor allem auch schon leichte, ja, History. Wir haben ja schon seit 2014, glaube ich, wird hier schon gefahren, oder 12, glaube ich, sogar schon. Also da hatten schon viele Weltmeister auf dem Podium, mit Hamilton, mit Verstappen, aber natürlich auch mit Alonso damals noch und auch mit Sepp. Ja, die Verwarnung habe ich auf jeden Fall verdient aus der Kurve raus. Alonso hier mit leichten Problemen, aber ich glaube auch, dass es nur das Game so ein bisschen. Ich bleibe hinten und hier wieder zu spät auf der Bremse. Vielleicht nützt diese Linie wieder was. Da kommt dieser quasi Switchback. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Ich verbremse mich hier irgendwie, komme ich aber trotzdem noch besser als die Konkurrenz aus der Kurve raus. Gleiche Kurve, eine Runde später, jetzt im DRS von Max Verstappen. Wir saugen uns hier langsam dran und ich weiß nicht, was in dem Haas eingefahren ist. Wir sind auf KI 95 und die sind so verdammt, das Auto ist so verdammt schnell tatsächlich. Ich fühle mich hier wie ein Kampfjet-Pilot, auch wie in den vergangenen Rennen. Immer wenn das DRS eine Rolle spielt, ich klappe den Flügel auf mit dem Haas und ich fliege hier quasi über die Strecke. Das ist echt verrückt. Also dieses Auto, es ist echt scheiße in den Kurven, muss man fast sagen. Aber jetzt mittlerweile mit den neuen Upgrades auch nicht mehr. Aber auf der Geraden, ich bin raketenschnell. Apropos, es durften einige schon die F1-24, ja, Beta quasi, nennen. Die durften zweimal 20 Minuten irgendwie spielen. Habe ich mir gestern bei ein paar YouTubern angeguckt. Echt ein tolles Spiel, muss man sagen. Viele, viele Neuheiten auch. Diese Anfangs- ja, Szene, wo man da in Monte Carlo startet, finde ich echt sehr, sehr cool. Aber auch generell, das Game an sich sieht futuristisch aus und ich freue mich echt schon, wenn wir das hier auch zocken. Also abonniert gerne. Wir haben auch schon den Countdown oder die Road to F1 24, waren gestern schon in Formel 1 19. Also auch hier neigt es sich leider dem Ende. Es geht hier rein, Leclerc und Norris am Kämpfen. Kann ich da, oh mein Gott, Leute. Da geht es dann mit einem Oversteer aus der Kurve raus. Aber ich meine, ja, jeden Platz, den ich hier noch gut machen kann, den nehme ich mit. Aber ehrlich gesagt, wenn ich hier auf dem 6. Platz ins Ziel komme, habe ich mein Maximum erreicht. Ich habe 8 Plätze aufgeholt. Und was ist jetzt nur los? Sind die Reifen schon wirklich so down? Ja, weiß nicht genau. Das Auto ist verdammt rutschig aktuell. 7 Zehntel hin.